Also willkommen zurück hier bei Let's Play Battlefield, wollte ich schon sagen. Nee, eben nicht. Mit leider Mord Schatten. Wir wollten Gollum jetzt eigentlich mal weitermachen da hinten. Wo wir in der letzten Folge dann zum Glück im Hauptmann begehen, jetzt und den ein bisschen durch Kniff und dahinter wieder wegrennen. Ja, konnten wir ihn zum Glück töten. Zum Glück. Hallo. Hoch. Dieser Tage träume ich nur noch von Schatten und Feuer. Oh, die eine Wahrheit. Okay. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zum Artefakt zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zu dunklen Herrscher wird klarer. Ha. Nun, wo ist er? Konnte ich denn wieder ein Lügner oder ein Feigling? Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Mein Gott, muss ich erstmal entscheiden, ob du lang willst oder nicht? Wie immer. Ach komm, nee, hier genau. Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Okay. Ein Krauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um das Biest zu erledigen. Dann finden wir ihm einen anderen Weg. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ja, finde ich auch. Dann tu das mal. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Da 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 da. Ghule, warum überrascht mich das nicht? Ich weiß auch nicht, warum mich das nicht überrascht. Sieht aus, als hätte der Graub den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Und ein frischer Tod ist nah. Aha. Okay. Nachtgeschöpfe. Ungeziefer aus den Tiefen der Erde. Na, die kommen wahrscheinlich gleich nochmal zurück. Da habe ich, glaube ich, sehe ich heiße falsch. Oh ja, super. Ich denke mal drauf, dass ich hier hoch muss. Guck an.
Brimbor. Der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Ich habe die Sagen gehört, doch... Nun erinnere ich mich an meinen Namen. Ich formte Mittelerde. Ich fertigte die Ringe. Glaub's aber nicht. Aha. Flieh, du Narr. Der Schattenangriff, halte linken Trigger gedrückt und tippe A. Versetz dich augenblicklich auf den Aufenthaltsort deines Ziels, okay. Das war knapp. Alter Schwede, der Weg, der Weg war doch gar nicht so lang. Wiedersehen. Ich habe all das zu verantworten. Deshalb sucht Sauron nach mir. Nein! Nein! Fürchten, der Herr ist gut. Er beschützt uns. Halt dein vorlautes Maul! Böse Waldläufer weiß nichts über den leuchtenden Herr. Ich weiß um die Legende. Wie Sauron dich täuschte, damit du die Ringe schmiedest. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Und der Schatz... Hat der Herr ihn auch erschaffen? Wo ist er? Ich habe keinerlei Erinnerungen daran. Was spielt das für eine Rolle? Der Herr muss sich erinnern. Ja, das muss er. Wir finden mehr Schätze. Ja, ja, ja. Und dann führt er uns zu ihm. Meine Erinnerungen kehren zu mir zurück. Die Ringe der Macht. Neun den Menschen. Ihre Macht war ihr Untergang. Sie wurden zu den Ringgeistern. Ja, die Nazgul. Aber die Nazgul wurden zerstört. So wie viele, die mit den Ringen der Macht in Berührung kamen. Wir haben gefühlt seit Wochen keinen guten Kampf mehr erlebt. Ich sollte ein Duell einfordern. Nicht, dass ich aus der... Ich würde sagen, da wir dann schon mal hier sind, gehen wir direkt zu den Ausgestoßenen. Auch mit dir. Zack. Hat jemand dieses Phantom gesehen, das hinter uns her ist? Nö, eigentlich nicht.
Nicht wirklich. Die Ausgestoßenen. Hieragon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung des der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Ah, ist klar. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit? Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Mit ein bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die Schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck, dem Vergiften von Orks. Folge mir. Ja, ich habe schon mal von Hitlers gehört. Als ich das schwarze Tuch ließ, wurde ich bald krank. Es war Eren, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hieragon. Ah ja. Naja. Schauen wir mal. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Von euch Maden. Ich soll also die Kräuter sammeln, ja? Der Hauptmann hat knallhart gekämpft und der Grabwandler soll ihn wie einen Grashalm durch die Luft geschleudert haben. Da hinten ist manchmal was. So. Du kümmerst dich also um die Uruks, ja, alles klar. Ist schon klar. Ich meine, klar, glaube ich dir aufs Wort. Am nächsten Mal vielleicht ein bisschen schneller. Ah. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. Tja, super. Es kommt mir so falsch vor, die Menschen mit ihren dreckigen Fingern an das Zeug heranzulassen. Irgendjemand muss die Artefakte ausgraben. Der dunkle Herrscher will sein Eigentum. Ihm ist es egal, wer es anfasst, solange er es zurückerhält.
In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Die beste Art, einen Karagor zu jagen, ist aus der Ferne. Mit einem Schützen und einer guten Armbrust. Mhm. Sehe ich auch so. Ich habe gestern den größten Grau getötet, den du dir vorstellen kannst. Da ist die andere. Dann folgen wir ihm mal. Na komm, los. Los. Hau rein, Typ. Los. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Kein. Könnt ihr euch durchlesen. Ist falsch. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine Kiste voll verrotteter Fische. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Sammeln noch mehr Kräuter. Boah, yeah. Eins. Zwei. Und da ist die drei. So, dürfen wir jetzt kommen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Na gut. Dann wollen wir mal. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Nach einem Kampf brauche ich Essen und Grog. Stattdessen muss ich nicht so. Eine Menge Gebrüll verbaut. Wenn du weiter rumjammerst, gibt es noch viel mehr davon. Er hat recht. Dich zu. Ich hasse es, wenn wir mit leeren Händen von der Jagd zurückkehren. Wir hätten uns nicht von diesem kleinen Geschöpf in den Büschen ablecken lassen sollen. Nicht zu glauben, dass es wieder entkommen ist.
ist schon wieder fort. Was meint ihr, könnten wir alles anstellen? Schleicht da jemand umher? Na komm her. Na los, Frodo, sein Sklaven zum Fressen, bevor er wieder da ist. So, sollten sie eigentlich erstmal nicht sehen. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Aha. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlurfen. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein wachsen lassen. Wenn ich es sehe, werde ich es töten. Ja. Damit der Trottel endlich die Klappe haltet. Wir sollten alle unsere eigenen Ringe besitzen, die uns im Kampf unbesiegbar machen. Ich habe gehört, genau die sollen wir auch bekommen, wenn unser Herr erscheint und uns in die Schlacht führt. Na, komm her. Bloß weil wir ihn nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass er nicht in der Nähe ist. Sehe ich genauso. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Die Streitmächte sind in Bewegung. Ich habe sie letzte Nacht marschieren hören. Was war das? Ohne gesehen zu werden, vor allen Dingen, ist wieder super. Ich habe vorhin ein paar neue Spuren gesehen. Glaube nicht, dass die vom Waldläufer sind. Es sei denn, er hat vier große Klauen und einen Schwanz. Ich sehe schon Gespenster. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Moment! Ich rieche etwas. So. Ja.
Dieser Uruk wurde erschlagen! Zack! So. Das sieht aber alles sehr gut aus, deswegen würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und morgen machen wir dann hier weiter. Danke fürs Zuschauen.